Wir machen weiter mit War Tales, mit unseren Abenteuern im Mittelalter, mit diesem Open-World-Spiel, mit einem dramatischen Kampf und ich bin mal sehr optimistisch, dass wir das irgendwie gepackt bekommen. Gehen rein und Giftnadel ist der Letzte, der in dieser Runde kämpfen kann. Ziehen mit ihm rüber, dann ist der Rundenwechsel unten zu sehen an diesem Symbol hier, das Symbol, dann ist der, haben alle einmal gezogen. Giftnadel ist eigentlich cool für Angriffe gegen mehrere Feinde. Aber der macht Flächenangriffe, der Marodeur. Wir könnten schon mal rüber nach links ziehen. Ist riskant, da ist eine Bärenfalle. Da darf der nicht reinlaufen. Der könnte auch nach dem Wirbelwind wieder abhauen. Das ist nicht ein Bereichsangriff. Das könnte der machen. Und dann eventuell wieder abhauen. Hierhin. Ich mache mal einen Rechtsklick auf den Bereichs. Und eine Axt kann er auch werfen. Das ist eigentlich eine coole Idee. Dann hilft er den hier unten. Wir müssen nur um die Bärenfalle rumkommen. Ich mache einen Rechtsklick auf den Wirbelwind. Dann sehen wir die Reichweite. Achtung, der trifft Freund und Feind. Wir müssen um die Bärenfalle herum. Nein! Kommt der zwischen die? Leider nicht. Das wäre so cool. Wir ziehen mal ganz vorsichtig um die Bärenfalle herum. Boah, wir dürfen da nicht rein. Weiterzuziehen. Wir müssen doch noch abhauen mit dem. Das geht aber. So, jetzt werfen wir einmal die Axt auf den Kollegen. Ach, das ist so lächerlich. Das ist so albern. Okay, es gibt eine gewisse Reichweite. Hey, wir können den Rauchschleier machen, damit beide sich aus dem Kampf zurückziehen müssen. Das ist doof. Beim Wilderer wollen wir das ja nicht. Der Wilderer soll ja im Kampf bleiben, weil er sonst feuern kann. Und der ist auch gleich dran. Das wollen wir nicht machen. Das ist Quatsch. Dann stattdessen einmal den hinterhältigen Wirbelwind, bitte. Und jetzt müssen wir von ihm wieder wegziehen, weil er den Auslöschungsangriff hat. Aber, und denn der ist ebenfalls über Reichweite. Dieselbe Reichweite. Müssen wir ein Stück wieder wegziehen. Ziehen mal in seinen Rücken. Wann bekommt er einen Punkt dazu, die Giftnadel, wenn er neben dem Verbündeten steht, um den Kampf verwickelt zu sein? Neben einem Verbündeten steht. Das heißt, wir müssten ihn hier hinziehen, dann wäre er nicht im Kampf verwickelt und würde einen Punkt bekommen. Und hier würden wir den Feind außerdem umzingeln. Wir ziehen hier einmal hin. Dann setzen aus. Das ist die Axt. Das ist mir... Ich weiß, da will ich jetzt keinen Punkt für ausgeben. Die ist mir zu schwach. Das war ein Faustangriff auf Martin. Da stand Gegner, nicht Verbündeter. In dem Fall egal. Wir standen neben dem Gegner. Aber wir haben keinen dazu bekommen. Echt? Stand da neben dem Gegner bei Giftnadel? Neben Feind, stimmt. Wir standen doch neben dem Diagonalen. Müsste eigentlich gepasst haben. Hat aber nicht funktioniert. Danke an Glaser fürs Abo. Fürs erste, ne? Liebe Grüße. Danke auch an Saschkinai fürs 9. Abo schon. Danke an dich. So, jetzt ist die neue Runde. Nach uns zieht zuerst der Wilderer. Der kann nicht viel machen. Dann zieht sie hier oben. Flächenangriff, da gehen wir nicht in die Nähe. Hat sie immer noch die Schwächung, ja. Und Arnold hat auch immer noch die Schwächung, ne? Ja, dann ignorieren wir den mal. Den würde ich schon gerne ausschalten hier ein bisschen und weiter schwächen. Wann ist der im Kampf? Das dauert noch sehr lange. Ich mache mich mal weg, dann sieht er es in Initiativleiste. Wer wann kommt? Grauaxt. Das ist hier der Wilderer in der Mitte, der ist gebunden. Dann Isabeth oben. Dann der Wilderer hier vorne. Von dem bleiben wir erstmal. Können wir den killen? Können wir zweimal vorher angreifen. Mit ein bisschen Glück bekommen wir den gekillt. Das kann sein. Wir greifen mit Grauaxt ein.
das klappt, wenn wir den als zweiten nehmen. Der kann Todesstoß und 5 extra Schaden machen. Wir fangen mit der Giftnadel an. Giftnadel ziehen wir hierhin wieder. Zweite Reihe. Jetzt einmal den hinterlistigen Wirbelwind. Einmal den Axtwurf. Jetzt könnten wir Rauchschleier machen, aber dann ist er auch aus dem raus und das wäre saudoof. Das kann man nicht machen. Rauchschleier wäre cool, dann würde er nämlich einen Gelegenheitsangriff bekommen durch die graue Axt und wäre eigentlich schon tot. Aber das ist... Wollen wir das machen? Da müssen wir uns aber ein Stück wegbewegen. Graue Axt kann 9 bis 11 Schaden machen und dann noch Zorn. Ich mache mal einen Rechtsklick da drauf. Der zieht nur mit dem. Ziehen wir weit weg. Also der Gelegenheitsangriff 4, der könnte schon reichen, dass der Marodeur tot ist. Und dann könnte man, bevor er hier oben angreifen kann, der Wilderer, der wird ja im Kampf nicht mehr sein, ihn nochmal mit Macht hin angreifen. Dann hätten wir einen Angriff mehr. Lass uns das mal ausprobieren. Wir machen jetzt den Rauchschleier. Ja, der ist tot. Der Wilderer ist fast getroffen. Jetzt ziehen wir mit Giftnadel neben einen Feind. Ohne in einem Kampf beendet zu sein, bekommen einen Punkt zurück. Bleiben da stehen. Jetzt haben wir einen Aktionspunkt zurückbekommen. Und oh Mist, das habe ich übersehen. Ich dachte, wir durften noch mal. Ich dachte, wir... Ach, der war es selber. Das war selber der, der davor war. Mist. Ah, ich habe mich verguckt. Ich dachte, wir hätten noch einen vorher. Graufuchs, danke fürs Abo verschenken. Sascha wurde beschenkt, danke dir. Da habe ich mich verguckt. Das hat Macht hin, hat Schaden erlitten. Da habe ich mich echt verguckt. Der Nächste, der angreift, ist jetzt der Wilderer hier vorne. Dann die KI. Dann Oddi. Nachher noch unser Wolf. Dann lass uns doch hier einmal schwächen. Einmal schubsen. Nochmal. So, und jetzt würden wir, wenn den Zug neben einem Verbündeten beenden, ohne den Kampf zu verwickeln sein, dann bekämen wir nochmal einen Punkt zurück. Das wäre hier vorne. Dann bekommen wir hier einen Punkt zurück. Mit Ronja und jetzt auch wieder 5 Punkte. Bogenschütze rennt vor. Unser verbündeter Fußsoldat drischt drauf. Mhm. Nächster im Kampf gleich der hier, der Verbündete. Dann der Wolf, der automatisch kämpft. Und dann irgendwann der Ganove hier hinten. Da haben wir ja noch viel Zeit hier. Dann fangen wir mal mit denen hier. Vielleicht schaffen wir es ja, Isbeth jetzt klein zu kriegen sogar. Achso, wir müssen nur einen töten, glaube ich. Dann sind wir galvanisiert und bekommen diesen Extraschaden, 50% Extraschaden. Dann gehen wir mal den leichtesten Weg und nehmen den raus, weil das wird nicht schwer sein. Brot abschubst einmal. Brot ab kann sogar nochmal den Speerwurf machen. Wir können eh nicht mehrere erwischen. Sind wir weit von weg.
Und er bekommt einen Punkt dazu, wenn er neben dem Gegner steht, ohne in Kampf zu verwickeln zu sein. Wir gehen hier vorne hin. Und jetzt kämpft als nächstes der Dorfhäuptling und dann wird er gleich tot sein. Dann sind wir galvanisiert. Oh, wir können mit Zorn den sogar ausschalten. Dann würden die alle wohin laufen? Da könnten wir nach links laufen, dann ging das schneller. Oder nach rechts oder wohin auch immer. Wir gehen nochmal einen Punkt hier aus. Galvanisiert sind wir. Begeistert, echt begeistert. Und ziehen jetzt schon mal rüber. Brotappen bekommt einen Punkt, wenn er neben einem Gegner steht, ohne in den Kampf verwickelt zu sein. Das kriegen wir jetzt hier nicht mehr hin. Wir rennen aber schon mal ein Stück weiter runter, machen einen Bogen um die Falle hier. Er zieht rüber Richtung Bogenschützen, der killt ihn von alleine. Da müssen wir uns gar nicht mehr drum kümmern. Ach, er ist auch ein Fernkämpfer. Cool. Jetzt geht's ganz schnell, Leute. Zwei Gegner sind nur noch da. Die Anführerin unter anderem. Die haben noch nicht alle gezogen. Doch, sie hat in dieser Runde schon. Ja, komm. Arnold, wer ist noch dran? Die haben alle schon. Grauachs hat noch nicht. Brotab hat bereits. Giftnadel hat schon. Und der muss noch. Dann machen wir mit Grauachs und mit Martin hier links eine Umzingelung und versuchen, die mal klein zu kriegen. Wilderer ist eigentlich egal. Wilderer ist im Nahkampf und das ist Schnuppe. Ich versuche mal, ob wir Isabeth jetzt klein kriegen. Grauachs zieht. Grauachs kann gleich auch nochmal Zorn einsetzen. Und das ist der Riposte-Angriff. Alle kämpfenden Verbündeten erhalten Riposte. Wenn er jetzt hier hinzieht, dann kann er Riposte auslösen und dann sind das zwei Angriffe da oben drauf. Das kostet allerdings zwei Aktionspunkte. Bis wir die wieder aufgefüllt haben, dauert das sehr lange. Das scheint mir übertrieben zu sein. Zorn kostet auch einen. Wir fangen mal mit Martin an. Ziehen Martin mal hier in die zweite Reihe. Oh, das ist natürlich nicht so cool. Ziehen ein Stückchen weiter hier hin. Einmal spalten. Zieh mit ihm wieder ein Stück weg. Bedenke mal offensiv. Ich versuche mal, sie zu umzingeln und sie eventuell schon zu töten. Einmal hier hin. Vielleicht klappt es ja. Ist echt riskant gedacht jetzt, ne? Jetzt hier vorne mit grauer Axt vor. Nee, es mit Arnold. Arnold drischt einmal drauf. Jetzt sind es noch 23. Noch einmal. Jetzt gehen die ganzen Punkte doch drauf. Jetzt kommt ein Punkt wieder dazu. Jetzt zieht die graue Axt drauf. Direkt daneben. Einmal zuschlagen. Ja. Ja. Gegner sind demoralisiert und fliehen. Wollen wir sie ziehen lassen und den Kampf gewinnen? Ja, also komm, ist nur einer. Jetzt will ich aber auch Blut sehen. Jetzt ziehen wir es durch hier. Oh, Entschuldigung, ich habe ich einfach nur auf irgendwas geklickt. Ich wollte eigentlich jetzt ziehen wir es durchklicken, jetzt aber stattdessen gesagt, wir lassen Gnade walten und töten die, während die davonlaufen, durch einen gezielten Wurf in den Rücken. Sodass man den Tod nicht kommen sieht. Wir sind human halt. Humane Mörder. Alles plündern, wir bekommen jede Menge Kronen und einen Dietrich Sumpfsilge und einen Dolch des Rädelsführers. Der ist aber cool. Wunderbar, das ist genau das Richtige für Giftnadel, unseren Gesetzlosen. Obwohl, der hat schon irgendwas Cooles, aber das sollte auch cool sein. Den Dolch des Rädelsführers, XP und Einfluss. Reparieren wir die Dinger.
Sind wir, wo sind wir? Wir sind nicht weit weg von der Stadt. Wir können auch schnell in die Stadt und dort heilen und so weiter. Einer, der Wolf hat eine Verletzung, Willenskraft um die Hälfte verringert. Ist das schlecht hierfür? Für die Zufriedenheit weiß ich gar nicht. Können wir dem Wolf, wir können dem Wolf doch keine Flasche Medizin geben. Da würden wir den auch vermenschlichen. Das ist doch keine Tiermedizin. Lieber Wolf, spitz mal deine Lippen oder hier, die kann man nur aus dem Strohhalm trinken, mal zwischen die Reißzähne dran, dann dran genuckelt, das geht nicht. Wenn überhaupt müsste man den, ich weiß, das machen wir nicht. Der bekommt keine Medizin, das im Ernst, das machen wir alles bei der Stadt um die Ecke. Wir reparieren sogar nichts, ich bin super geizig gerade. Ziehen hier runter, einmal speichern, um Himmels Willen. Reden im Gutshof vor. Ich glaube, jetzt bekommen wir doch eine Belohnung, oder? Vom Dorfhäuptling Oddi, oder haben wir die schon bekommen? Euer unbedachtes Eingreifen hätte uns fast das Leben gekostet. Aber da ihr die Banditen für uns getötet habt, will ich es euch verzeihen. Hier ist eine Kleinigkeit für eure Mühen. Jetzt verschwindet und lasst diese unbescholtenen Bürger in Frieden. Ja, 20 Einfluss, 20 weiter in der Story und verstellbare Riemen. Wir haben den Dorfbewohnern geholfen, die Ordnung wiederherzustellen. Mal gucken, was das ist. Verstellbare Riemen. Seht ihr die? Was sind die verstellbaren? Das hier. Bewegung plus 1. Ach, einer unserer ist um plus 1 schneller. Ja, toll. Sensationell. Vielen lieben Dank. Da bin ich ja so froh. Das war so wichtig. Das könnte sogar was für Ronja sein, weil die ist, glaube ich, ziemlich lahmarschig. Die hat nur 8 Bewegungspunkte. Das wird Ronja echt helfen. Wir geben Ronja mal einen Jagdbogen. Aber effektiver wäre es, glaube ich, für die Leute bei uns, die Flächenangriffe machen. Das wäre, glaube ich, noch cooler, oder? Weil dann wären die schneller unterwegs. Giftnadel zum Beispiel. Anna und die anderen. Giftnadel mit dem Wirbelwindangriff. Hat schon Bewegung 16, der ist schon schnell genug. Und wie schnell ist Anna? Bewegung 11, die kann das gebrauchen. Wir geben der einmal. Geht das nur auf den Slot hier? Nee, das geht nur hierhin, oder? Mal gucken, einmal austauschen. Na, entweder oder. Ring des Läuterers gab ihr mehr Willenskraft. Stärkt die Moral, erhöht kritischer Treffer. Wir geben ihr mal die verstellbaren Riemen und dann geben wir mal die höhere Willenskraft. Mit der kritischen Trefferchance der Giftnadel. Ja. Dann wollten wir noch schauen, wir haben noch so einen coolen Dolch bekommen. Dolch des Rädelsführers im Augenblick bei Giftnadel und das wäre auch der Dolch des Rädelsführers. Was? Einfach nur nochmal dasselbe, das Gleiche. Ja, vielen lieben Dank. Ich hatte mich so gefreut. Ist überhaupt kein Unterschied, oder? Ich klicke mal drauf. So wäre 10er Schaden und so wäre 13er Schaden. Der ist doch besser. Der ist aus irgendeinem Grund der bessere. Okay. Stufe 3 und der war Stufe 2, oder? Der ist Stufe 1 und der ist Stufe 3. Genau das gleiche, nur in verschiedenen Stufen. Okay, dann war das ja doch sehr lohnend. Super. Bin total begeistert. So, das haben wir geschafft. Jetzt können wir hier gar nicht so viel machen. Wir sprechen mit ihr einmal kurz. Mit Emi ja nochmal. Ihr habt zugelassen, dass sie meinen Mann hängen. Die Bestie soll euch holen. Ja, stimmt. Da hat sie leider recht. Das war irgendwie nicht so liebevoll von uns. Wir haben jemanden geopfert. Einmal speichern. Und ganz schnell, wir sind total verletzt, einmal zurück ins Dorf. Vor ein Blick in die Minimap. Neue Aufträge bekommt man im Dorf. Hier sind Aufträge, da sind Aufträge, Geld geht so. Wir geben sehr viel Geld für Gold aus. Wir haben immer noch nicht den Auftrag hier oben geschafft. Die Quest haben wir geschafft. Wir haben immer noch nicht Sikkas Reißzähne gefunden. Der muss irgendwo ein Stall sein, vielleicht hier oben.
Wir müssen einmal hier alles mal absuchen. Hier auf der Straße, nicht vielleicht hier unten. Da ist hier irgendwo ein Stall. Wir gehen einmal zurück ins Dorf. Denn wir haben alles, alles bei uns ist putt. Wir gehen einmal zurück ins Dorf. Ob ich heute bei einem Stall war? Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht bei welchem. Das gerade war ein Gutshof. Und wo war der? Einmal rasten. Ach, der Stall. Stimmt, da können wir nochmal hingehen. Das ist eine gute Idee. Wobei, da wurde uns auch nichts angezeigt. Aber vielleicht ist er in der Nähe von dem Stall. Ist er dann vielleicht sicher. Da können wir gleich mal gucken gehen. Einmal Geld zahlen, bitte. Also ja, aber weit weg vom Jagdlager. Einmal Gold zahlen. Rasten müssen wir noch nicht. Einmal raus. Einmal hoch zum Dorf. Dann gehen wir im Stall mal gucken. Der ist ja direkt um die Ecke, ob wir die Bestie finden. Ins Gasthaus. Ich glaube, wir bekommen Geld, oder? Nee, bekam er keines. Hatten wir kein Geld mehr offen. Scheibenkleister. Kein Geld mehr offen? Keine Quest? Ach, das war eine andere Quest, ne? Wir gucken mal, ob wir irgendwo eine hier noch... Ob sie eine neue Quest für uns hat. Wir hatten zuletzt Quest-Pech. Ich sehe uns schon Leute entlassen. Rattenplage. Die können wir gleich machen. Die ist auch schon drin. Scheibenkleister, wann kommen denn die nächsten? Weil das sind zwei Dinge, da müssen wir wahrscheinlich Geld ausgeben, um zu den Orten hinzukommen. Wann ist denn das nächste? Steht das hier irgendwo, wann die nächsten Quests kommen? Nee, ne? Stand das nicht normalerweise immer hier drunter? Stand das nicht immer hier unten? Wann die nächsten Quests kommen? Ich kann es nirgendwo sehen. Das ist im Nordosten. Das ist schwer. Wir können es mal versuchen, um an Geld zu kommen. Nochmal ein Blick auf die Karte. Das ist ein langer Weg. Wir bekommen immer Geld. Da können wir nochmal einmal Sold zahlen. Dahin und zum Flüchtlingslager. Sollen wir es machen? Nächste Rast dauert noch etwas. Wir haben kaum Tapferkeitspunkte. Mit wenig Tapferkeitspunkte 3 bekommen wir pro Rast dazu. Einfach jetzt auf gut Glück rüberlaufen. Banditenunterschlupf. Wir rennen mal an einem Stall vorbei. In Richtung zu der Rattenplage. Hier bekommen wir wieder etwas Gold. Ja, wir geben verdammt viel Geld für Gold. Nein. Ah, wir müssen ja. Wir gucken erstmal, ob wir nochmal etwas verkauft bekommen, ja. Und wir kaufen wieder einen Apfelpfannekuchen. Ne, wir haben noch den Apfelpfannekuchen. Was können wir verkaufen? Den billigeren Rädelsführer-Dolch. Den können wir verkaufen. Der beschädigte Dolch war ganz popelig. Einmal den Jagdbogen verkaufen. Jetzt haben wir wieder 267, das ist schon eine Menge. Da kann man ein Stück mit auskommen, das geht. Ja? Medizin könnten wir verkaufen, die wir hergestellt haben. Können wir neue Waffen mittlerweile herstellen? Blick rein, kann man neue Dinge herstellen? Fackel, Satteltaschen, Amboss. Nee, im Augenblick nicht. Brot, Medizin, Flaschen kaufen. Ja, wir könnten wieder eine Flasche kaufen, Medizin herstellen und wieder ein bisschen Reibach machen. Wir gehen einmal raus. Zufriedenheit, Gott sei Dank, bei plus minus null. Wir gehen einmal raus. Wir gehen einmal zur Apotheke. Kaufen bei ihr wie viele Flaschen ein? Für wie viel reicht es? Einmal am Apothekentisch checken. Wir könnten herstellen eine. Eine Medizin,
eine Flasche dafür kaufen, bitte. Leere Flaschen haben wir, glaube ich, keine, ne? Keine da. Kaufen eine leere Flasche. Sie hat keine mehr. Wir haben ihr eben alle abgekauft. Geht nicht. Sollen wir ihr eine Medizin mal verkaufen? Eine ist weg. Wozu brauchen wir neun Medizin? Noch eine. Komm, wir verkaufen noch eine Medizin. Sind wir bei 323. Wir heilen unsere Leute. Kostet 20 Gold. Dann gehen wir raus. Dann gehen wir zur Schmiede. Reparieren unsere Dinge. Gegen Geld. Beim Meister. 28, billiger als das selbst zu machen. Wir haben 275 und können damit beinahe zweimal Sold zahlen. Ich würde gerne auf 302 kommen. Das würde mich irgendwie beruhigen, wenn wir das hätten. Ich verkaufe Ihnen zweimal Medizin. Super, das reicht ja schon. Dann können wir den Sold zweimal kaufen. Bezahlen. Wir gehen raus, neue Abenteuer Richtung Südosten. Hier unten geht's links, raus aus der Stadt. Hier unten den Eimer speichern. Nächste Ziele, der Stall, dann runter zu den Mäusen, zu der Mauseplage oder der Rattenplage. Und in der Nähe des Stalles soll ja irgendwo die Bestie sein.